Schermo steht mit meine Willkommen zurück zu einer Folge Wacken hieß in der Folge steht mit dem Hühnchenhof und Arsch, aber zuerst spielen wir wieder eine Runde an Undertale. Ja, in diesem Raum hier haben wir gestoppt, aber wir können nochmal zurückgehen, wir nehmen jetzt einen Regenschirm. Jo. So, in der Folge hier, was war in der Folge nochmal? Keine Ahnung, habe ich vergessen. Na gut, sehen wir dann. Willst du den Regenschirm auf die Statue tun? Jo. So, hier das Lied ist eines der schönsten Lieder von ganz Undertale. Es heißt Memory. Ja. Jetzt müssen wir jetzt zurück. Ja, anhand dieser Melodie. Okay, haben wir das schon gelesen? Ja, haben wir schon. Perfekt. So, anhand dieser Melodie. Also, wenn man jetzt sehr musikalisch ist, könnte man hier hochgehen. Man kann auch einfach im Internet die Lösung suchen zu dem Rätsel. Kann dann hier Piano spielen und muss das Lied dort nachstellen. So. Dann also. So, ja, jetzt hat sich hier das geöffnet. So, ein sehr schönes Lied. So, hier. Habt ihr in der Seite gerade geschlossen? Ich bin leider nicht sehr musikalisch. Das muss ich leider zugeben. So, wir haben im Inventar hier jetzt den einigen Dog. Wollen wir es einfach zu ihm? Einigen Dog. Hund. Ein kleiner weißer Hund. Er ist stark am Schlafen. Holen wir uns das hier? Es ist ein legendäres Artefakt. Willst du es nehmen? Nehmen. Du trägst zu viele Hunde. So, und passt auf. Jetzt gleich wird hier, glaube ich, ein Fangame eingeblendet. Ach, warte, das kann ich dir sogar noch bei laufender Kamera machen. Bis gleich. Okay, Leute. Hier, ein Fankampf. Also nicht ein Fankampf, sondern ein Fanmade-Battle. Das ging in der Jugend, Doc. Keine Ahnung, warum ich das reinbringe. Das passt einfach irgendwie. Das passt so sehr. Also, ich hasse den Kampf, ich hasse sein Pattern und ich mag die Hintergrundmusik, also bringe ich das mal rein. So, dann. Streichen können wir nicht, aber wir können tanzen. Du machst einen dummen Tanz. Der Hund scheint es zu mögen. Die Attacke ist niedriger. So. Nerviger Hund, du bist unser Erzfeind seit dem Beginn des Spiels. Au. Okay. Scheiße. Die meisten von euch schütteln jetzt wahrscheinlich den Kopf, aber ich habe wirklich größte Probleme mit mit dieser Attacke hier. Da kann sie noch so langsam sein. So, wahrscheinlich kommt jetzt eh davor für Effekt. So. Weil vorhin habe ich ihn sogar fast down gehabt. Ah. Ja. Aber es ist auch gut, wenn wir ihn jetzt nicht besiegen, weil würden wir ihn besiegen, würde es jetzt keinen Sinn machen, wie es jetzt hier in dem richtigen Spiel weitergeht. Also von daher. So. Ah. So viel dazu. Na gut, versuchen wir es am Ende des Spiels nochmal. So, dann hier Use. Ja gut, nach dem Kampf mit Sans am Ende des Genozeit, das können wir es nochmal versuchen. Oh, das Ending Dog Theme. So cute. Der Hund absorbiert das Artefakt. Ja, das macht man halt so mit legendären Artefakts. So, aber dafür haben wir jetzt hier Dog Residue drin. Wir können das benutzen. Und jetzt haben wir Dog Residue drin. Das können wir einmal bei den Tammys verkaufen. Und andererseits gibt es da auch noch eine geringe Chance, dass Dog Salad wird. Also Hundesalat. Und der Hundesalat heilt ein wenig HP. So, dann. Dann werde ich das hier kurz in der Box tun, als kleines Backup. Sobald wir das nächste Mal eine Box bekommen. Jo, das ist auf jeden Fall gut, aber es ist keine sichere Heilungsquelle. Weil wie viel es heilt, variiert immer. Manchmal heilt es auch nur 2 AP, deshalb... Ja, ach ja, jetzt kommen mir noch ein paar, Gespräche mit den Monster-Kids, die wir halten können. Schön mal wieder hier das Richtige zu sehen, anstatt dem Alten. So, du kannst auch keinen Regenschirm halten, oder? Wenn du sowieso gehst, dann denke ich mal, werde ich mit dir kommen. Let's go! Ja, ja, er kann ja halt keinen Regenschirm halten, weil er weil er armlos ist. Jo, ich hab da bereits geguckt, an deinen ist er nicht. Also, denke ich mal, werde ich später sehen. So, dann jetzt mit Umbrella. So. Take one, take another one. Was ja auch gut, wenn das so zusammenfallen könnte. Dann gehen wir nochmal zu ihm. Jo! Du hast uns ein Umbrella geholt. Du bist der Beste. Also ein Regenschirm, das heißt Umbrella. So, let's go. Gehen wir nochmal zurück. Das ist witzig hier. Du kannst gerne etwas näher kommen unter den Regenschirm, weißt du? See you later. Ja, jetzt das ist einfach gecuttet, wenn wir den Regenschirm jetzt zurück tun.
So. Oh, wo ist der Regenschirm? Aha. Let's go! Ja. Also sieht man wieder, wie viel der Toby hier überhaupt reingesteckt hat in das Spiel, dass der da einer Person so viele Gespräche, also so viele Dialoge gibt. Das ist unglaublich. So. Ich will gar nicht wissen, was für eine Arbeit das war. Yo. Let's go! Ja, ich würde mich an deiner Stelle jetzt auch ziemlich verarscht fühlen. Ja gut, dann gehen wir mal. Ich mag das Spiel, das ist einfach nur krass. So. Oh. Ja, jetzt habe ich. Sorry, ich hab's verkackt. Na gut, egal. So. Der hat wahrscheinlich sowieso nur über die anderen geschwärmt. Also, eines Tages hatten wir ein Schulprojekt, wo wir auf eine Blume aufpassen mussten. Der König, wir mussten ihn Mr. Dreamer nennen, hatte uns gesagt, dass er uns seine eigenen Blumen spendet. Er ist zu unserer Klasse gekommen und hat uns Sachen über Verantwortung und so beigebracht. Das hat mich nachdenklich gemacht. Jo, wie cool wäre es, wenn Andein zur Schule kommt? Sie würde alle Lehrer verprügeln. Genau das machen Helden. Jetzt wisst ihr es. Vielleicht würde sie nicht die Lehrer verprügeln. Sie ist zu so cool, um jemals eine unschuldige Person weh zu tun. Das werden wir noch sehen. Oh, wie cool die Aussicht. Ich liebe das. Nennen seht ihr die Hauptstadt, glaube ich. Das Spiel ist einfach hier so cool designt. Ey, du kannst rennen. Gut. Das Spiel ist einfach so cool designt. Ah, hier können wir den Regenschirm wieder reintun. So, put back. Du hast den Umbrella zurückgebracht. Oh yeah. Und als nächstes kommt die Zombie-Apokalypse. Sobald wir die Umbrella Corporation hier gestartet haben. Yo! Dieser Abgrund ist viel zu hoch. Yo! Du willst an deinen sehen, oder? Geh auf meine Schultern. Okay. So. Jetzt. Jo, geh mal voraus. Sorg dich nicht über mich. Ich werde immer einen Weg durchfinden. So nicht. Na gut, weiter geht's. Die Menschen, welche Angst hatten vor unserer Kraft, haben uns den Krieg erklärt. Sie haben uns plötzlich attackiert und ohne Mitleid. So. Der Sirenenton von einer weit entfernten Musikbox erfüllt dich mit Entschlossenheit. So, hier. Am Ende konnte es man nur sehr schwer einen Krieg nennen. Vereint waren die Menschen viel zu stark und wir Monster viel zu schwach. Keine einzige Seele wurde genommen und unzählige Monster wurden zu Staub verwandelt. Und zur Info hier, wenn ein Monster stirbt, wird er zu Staub. Habt ihr ja noch gar nicht. Doch, bei Turiel vielleicht. Na gut, sind wir in Genocide Run noch mal öfters. So, jetzt haben wir das männliche Bandana an, anstatt. Ich bin mal gespannt, ob Andein kommt. Sieht nicht so aus. Oder mache ich mir gerade zu viele. Ja, ich habe mir zu viele Hoffnungen gemacht. Okay, Andein kommt, aber egal. Das hier ist etwas einfacher als vorhin. Ja gut, wird Andein jetzt auch ko nicht kommen, wird die Story nicht progressen. Also von daher. So, die ist auf der unteren Brücke. So, und das hier ist, finde ich, schon viel spannender als vorhin, wo man den Speeren auf andere Art ausweichen musste. Das hier ist viel witziger, finde ich. Einfach aber auch nicht wirklich. Ich habe das Gefühl, wir bewegen uns in Richtung Sackgasse. Ich kann hier die Brücke immer noch nicht auswendig. Aber da stelle ich mir so die Frage, wer zur Hölle baut so eine Brücke? Das ist doch der reinste Abfuck. Stellt euch vor, ihr wollt über eine Brücke gehen oder sowas und dann müsst ihr euch hier in so einem Labyrinth zurechtfinden. Crap. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Und vor allem ist das hier noch eine doppelschichtige Brücke. Da unten ist ja noch so eine.
Aber das sind so ein paar Sachen bei Undertale, da kann ich wirklich einfach nur den Kopf schütteln, wenn ich das spiele. Da gibt's keine andere Lösung. Da, und vor allem dieser Brückenabteil hier. Das ist höchste Architekturkunst. Ich will wissen, was für ein Monster sowas hier bitte designen konnte. Na gut, egal. Egal. Wahrscheinlich wurde es von anderen selber gebaut, um uns zu abzufacken. Scheiße. Aber egal, gleich ist das hier zu Ende. So. Ja, das sieht wie eine Sackgasse aus, aber es ist keine Sackgasse. Es ist das Ende. Denn hier unter uns kann dann deins nicht angreifen, aber jetzt kommt sie hier. Sagt sie doch was? Nö. Sie zerstört einfach die Brücke. Hui. Hallo? Es hört sich an, als würde es von hier kommen. Oh, du bist runtergefallen, oder? Geht's dir gut? Hier. Komm, steh auf. Jera. Hm? Das ist ein schöner Name. Mein Name ist... Ja. Die Aufstehanimation. Awesome. So, hier. Berge von Müll. Da sind ein paar Marken, die du kennst. Nur Müll. Ach so, ohne die Marken, die wir kennen. Ja, wir können speichern. Der Wasserfall, welcher in den Keller der Höhle fließt. Ab und zu fließt ein Stückchen Müll durch und fällt in einen grundlosen oh Gott und fällt in ein grundloses Loch unterhalb. Diesen endlosen Kreislauf von wertlosen Müll. Das fühlt ich mit Entschlossenheit. Also wenn ich einen endlosen Kreislauf vom wertlosen Müll beobachte, der immer in einen Abgrund fällt, das füllt mich auch mit Entschlossenheit. Es gibt nichts, was mich entschlossener macht. Ja, weiter geht's. So. Dasselbe wie vorhin. Du legst deine Hand auf das gerostete Fahrrad. Was? Das Geräusch. Da sind Kratzer aus, keine Ahnung, aus Verzweiflung drauf. Keine Ahnung, einfach nur Müll. Ein kaputter Desktop-Computer, sein Inneres ist hohl. Müll. Es ist ein Kühlschrank. Es hat keine Marke. Es zeigt keine Schilder. Da drin sind ein paar gefriertrocknete Weltraumessensriegel. Einnehmen. Jo. Du hast Astronautenfutter bekommen. Ja, komm, nehmen wir noch einen. Und können wir noch einen nehmen und dann geht er kaputt? Nee, schade. Ein Müllding. Ist eine DVD-Case von einem Anime. Oh Gott. Wie war das von vorn? Sieht aus wie ein regulärer Trainingsdummy. Ah, übrigens, ich weiß schon, von wem hier diese Clown-Dinger sind. Das kann ich, das werden wir noch später im Spiel aufklären können. Oh Gott, wollen wir ihn schlagen? Also, es tut uns nicht, das Pazifisten-Ding hier zerstören, aber wir machen es trotzdem nicht. Ihr guckt euch beiden für einen Moment in die Augen. So, ich kann ihn einfach nicht schlagen. Das liegt nicht in meiner Natur. Du hast genug vom Dummy. So. Oh Gott, was passiert? Und jetzt, meine lieben Freunde, kommt der witzigste Zwischenboss des gesamten Spieles, den ich am allermeisten feiere. Du willst mich nicht bekämpfen, oder? Ich bin ein Geist, der in einem Dummy lebt. Mein Cousin lebt auch in einem Dummy. Bis du sein Zuhause zerstört hast. Wir Geister verbringen unser ganzes Leben in einem Ding. Langsam wachsen wir näher zu unseren neuen Körpern, bis
wir eines Tages körperliche Wesen werden. Wesen, welche lachen können, lieben können und tanzen können. Wie jedes andere. Warte, ich muss das trinken. Seine Stimme macht mich schwindelig. Aber du, die Zukunft meines Cousins, du hast es weggenommen. Abartig, abartig, abartig. Mensch, ich hoffe, du magst deinen Körper nicht zu sehr, weil deine Seele wird rausgenommen. Ja, wir kämpfen jetzt gegen Mad Dummy. Und er hat auch eines der schönsten Themes. So, dann hier acten wir mal, hier sprechen. Du sprichst zum Dummy. Er scheint sich nicht sehr für eine Konversation zu interessieren. Niemand ist hiermit glücklich. Dumm, dumm, dumm! Ja, also ich weiß, die meisten von euch stellen sich die Stimme von dem wahrscheinlich anders vor, aber ja. So, boom. Ah! Ihr Idioten! Das Wortspiel. Hast du auch wohl eure Magieattacken hinzielt? Hey, du! Sag, was ich über Magie gesagt hab! Nee, vergiss, was ich über Magie versagt hab. So, der Verrückte, nee, nicht der Verrückte, der wütende Dummy sieht nervös aus. So. Ja, wir machen ab jetzt einfach mal. Ich werde dich besiegen und deine Seele nehmen! Scheiße, na. No. Ah, ich versage gerade das Move Pattern, sorry. Der wütende Dummy bosst die ganzen Bullets around. Bestes Deutsch. Ich werde deine Seele nehmen und die Barriere überqueren. Oh Gott, nee, komm. Ich. Das war's, ich kürze. Oh Gott, nee. Ich gehe nochmal rüber, sorry. Oh Gott, ich bin so schlecht gerade. Ja genau, jetzt wo wir es noch ein zweites Mal versuchen, hatte noch einen anderen Dialog. Haha, es ist einfach nur so wie du, dass du wegrennst. Ich bin ein Geist, der in einem Dummy lebt. Mein Cousin hat auch in einem Dummy gelebt, bis du sein Zuhause zerstört hast. Ja, und jetzt hier wieder derselbe Text. So, jetzt hier wieder cutten, bis wir an derselben Stelle des Kampfes sind wie vorhin. So, Leute, wir sind jetzt an der Stelle wie vorhin und ich habe mich etwas ans Move Pattern gewöhnt. Sorry. Gott, es ist so peinlich, vom Dummy getötet zu werden. Ich werde im Fenster von einem schönen Laden stehen. Ey, gib mir doch genug Zeit, hier deinen Text zu lesen. So. Hier, jetzt habe ich es ihm gezeigt. Opfer. Dann wird alles, was ich will, meins sein. Ah, jetzt tanzt er schon etwas herum. Ach ja, sein Theme ist übrigens dasselbe wie das von Napstep Look. Also nicht dasselbe, sondern ein Remix davon. Der wütende Dummy wird Baumwolle über die ganze Dialogbox. Ja, das ist ein Wortspiel, schwer zu erklären. Hä? Oh ja, und ich werde außerdem meinen Cousin rächen. Okay, verkackt, schade. Was war nochmal sein Name? Oh ja, Dummy. Du bist so selbstlos. So. Ich hab es nicht. Ich bin zu dumm. Wie auch immer, wie auch immer, wie auch immer. Jetzt aber wenigstens einmal. So. Idiotisch, idiotisch, idiotisch. Crap, crap. Oh, gosh. Oh, did it. Fast alle haben getroffen. Perfekt. Jetzt macht er das erstmal, bis er genug getroffen wurde. Er versucht auszuweichen. Das ist Zixer. Ich muss gerade was trinken. Seine Stimme macht wirklich Schwindelgefühl. Und sie tut im Hals weh. Ah, übrigens, dieses Team wird uns noch einmal im Spiel begegnen. Wann verrate ich euch aber nicht. Fiebel. Was heißt Fiebel? What the fuck? Also nee, Fiebel heißt jetzt nicht what the fuck, sondern ihr wisst, wie ich das meine. Hey, Leute! Oh Gott, scheiß. Ach nee, stimmt. Idioten, Idioten, Dummies! Erinnert euch daran, wie ich gesagt habe, nicht auf mich zu schießen. Nun.
Er fällt! Ihr seid gefeuert! Ihr werdet alle ersetzt! Nun wirst du meine wahre Kraft sehen. Mich auf Leute zu verlassen, die kein Müll sind. Mechanische Kabel fliegen durch den Raum. Oh Gott, ich muss das trinken. So. Seine Stimme ist so weh, ich freue mich schon darauf, sobald der Kampf zu Ende ist. Boah. Dummy-Bots! Magische... Oh Gott, ey! Lass mich das Sinn lesen. Magische Lenkraketen! Ja, aber... Riecht nach einem Kleidungsgeschäft. So, versuch's doch mal! So, und das hier ist eines der Gründe, wieso ich den Kampf einfach liebe. Ich finde ja das Gameplay so awesome. Dummy-Bots, ihr seid scheiße! Ach, oh Gott, nein, bitte nicht! Oh Gott, nee. Hier, wir müssen irgendwas essen, was haben wir? Diabenden-Quiche, Dog-Residue... Ja, komm, da essen wir ein B-Skill. So. Dummy-Bots, Finalattacke, oh Gott, gut, dass ich das gemacht habe. Wetten, das reicht jetzt eh nicht. Weil ich so schlecht bin. Jetzt kommt. Nein! Ja! Wie? Diese Leute sind sogar schlechter als die anderen. Interessiert? Wen interessiert? Wen interessiert? Ich brauche keine Freunde! Ich hab Messer! Der Satz könnte von Schwa selber kommen. Ich... hab keine Messer mehr. Aber das interessiert niemanden. Du kannst mich nicht, du kannst dir nicht wehtun. Ich kann dir nicht wehtun. Du wirst die ganze Zeit gegen mich kämpfen. Für immer. Für immer. Für immer. Oh Gott, hier ist sich bewegt. Was ist das? Können wir uns hier von treffen lassen? Ja, schade. Säureregen! Oh, vergiss es, ich bin weg! Das Geräusch wieder. Oh, und mein Hals, das hat so viel getan. Puh, der Kampf ist zu Ende, Gott sei Dank. Tut mir leid. Ich hab dich unterbrochen. Oder? Sobald ich gekommen bin, ist dein Freund sofort gegangen. Oh nein! Ihr beiden habt so ausgesehen, als hättet ihr Spaß gehabt. Oh nein, ich wollte doch nur Hallo sagen. Oh nein! Oh, Napster Look tut mir gerade voll leid. Gut, ich gehe jetzt nach Hause. Oh, komm mit mir, wenn du willst. Aber kein Druck. Ich verstehe es, wenn du beschäftigt bist. Es ist gut. Keine Sorge. Ich hatte einfach nur gedacht, ich könnte es dir anbieten. Oh, Napsterflug tut mir so leid. Hey, mein Haus ist hier hinten. Für den Fall, dass du es sehen willst. Oder für den Fall, dass du es nicht sehen willst. So, das ist perfekt, denn hier gibt es ja zwei Sachen. Einmal, ey, stopp. Können wir uns jetzt das Item hier angucken? Hier aus B-Skill, wo du nicht... Ach, ich glaube, ich habe euch das schon gar schon gezeigt. Ja gut, so, hier kann ich kurz. Weil hier gibt es jetzt noch einen Gäste-Spot. Bis gleich. So, es geht weiter. Wir sind jetzt in dem Raum, der vorhin dort den Raum, in dem wir gespeichert haben, verbindet. Und den Raum mit dem Vogel. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwie mit das... Oh, ja, jetzt passiert das hier, wenn wir versuchen weiterzugehen. Ja, ich weiß nicht, ob man irgendwie mit der Spaßvariable reingehen kann. Oh, ja, ich habe jetzt einen Errorcode bekommen, weil ich versucht habe, das zu verlassen. Aber ich habe mich da auf jeden Fall so reingetan, auf eine andere Art. Ja, ich muss das hier gerade... Kann ich das jetzt... Ja gut, ich cut hier kurz und dann versuchen wir es nachher nochmal richtig normal. Bis gleich. Dann jetzt hier, wir verlassen den Raum nicht, sondern wir bleiben hier drin. Das wäre die beste Variante. Also. Wann auch immer ein Mädchen ihr Netz bewegt, springen die Käfer direkt da rein. Ja. Hier ist irgendwo ein da. Entschuldige mich. Ja, du. Mit dem gestreiften Shirt. Kannst du etwas über mit deinem Freund tun?
Ja, dein Freund, der hinter dir mit dem gruseligen Lächeln. Ja, hier ist man sich nicht sicher. Es gibt hier mehrere Meinungen. Die eine Meinung wäre, dass es Gäste ist, welche auch die logischere ist, weil man diesen Raum hier auch nur betreten kann, wenn man die Save-Files bearbeitet. Und das ist etwas, das so ziemlich Gäste-typisch ist, in dem Spiel hier. Und die andere Möglichkeit wären, dass Sans wäre oder Flowey oder sogar Chara selbst. Hier. Hey, ich hab versucht, einen Käfer zu fangen, aber ich hab mir eine Erkältung eingeholt. Ja, das ist schon das, ich fange Käfer, aber der Untergrund hat nicht viele. Ich werde immer wieder denselben fangen. Ja, ja, das ist eigentlich schon hier so ziemlich alles zu diesem Raum. Wenn wir jetzt weitergehen, dann kommen wir hier wieder. Dann kommt wieder wahrscheinlich ein Error. Nee, diesmal kommt kein Error. Egal, dann. Das wär's dann jetzt zu diesem Raum. Dann machen wir jetzt weiter. Bis gleich. Ha, wir sind wieder da, wo wir hingehören. So, dann. Gehen wir hier hin. Oh. Was? 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 Es ist am Leben. Hä? So. Sieht nicht so aus, als wäre irgendjemand zu Hause. Wem das Haus gehört, werden wir noch später rausfinden. So, hier, es ist abgeschlossen. Wem das Haus gehört, werden wir ebenfalls später herausfinden. So, und wie wir es öffnen. Oh. Oh, du bist also wirklich gekommen. Sorry, ich hab das nicht erwartet. Es ist nicht viel, aber fühl dich wie zu Hause. Ja, er ist Musiker. Seht ihr jetzt auch. Willst du dir ein bisschen Musik anhören? Oder sonst was? So, ja, hier. Der Computer-Internet-Browser ist geöffnet zu einem Musikteilungsforum. Na, hoffentlich ist das auch legal. Oh. Du bist hungrig? Ich kann dir etwas zu essen machen. Din, 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 din. Das ist ein Geister-Sandwich. Willst du es versuchen? Jo. Versuchst du das Geister-Sandwich zu beißen? Du beißt da genau durch. Oh, vergiss es. Okay. Nach einem großartigen Essen liege ich immer auf dem Boden und fühle mich wie Müll. Das ist eine Familientradition. Möchtest du mitmachen? Jo, okay. Okay, folg mir. Dann fühlen wir uns die Müll, Leute. Also nicht, als würde ich das nicht jederzeit tun. Hier, los geht's. Lieg so lange unten, wie du dich nicht bewegst. Ja, da liegen wir mal eine Weile. So. Beweg dich nur, wenn du aufstehen möchtest, denke ich. Jo, da liegen wir mal eine Weile, würde ich mal sagen. Streng so lange was. Ah, mein Hals hat nämlich immer noch von der Stimme weh. Oh, ich fühle mich wie Müll. Ich bin eins mit dem Müll. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Ich habe den Sinn des Lebens gefunden. Ja, das Spiel ist einfach nur super. Okay, ich habe mich genug wie Müll gefunden, gefühlt. Aber das ist einfach so genial, der Tobi. Nun, das war super. Danke dir. Ah ja, genau, jetzt noch eine Sache, die wir machen müssen. Du musst dich immer noch davon erholen, unten zu liegen. Was? Auf dieser CD steht Spookwave. Möchtest du das abspielen? Jo. Spiel-CD. Ja, das ist die einzige CD, die sich nach halbwegs irgendwas anhört. Wenn wir ihn jetzt darauf ansprechen. Verdammt. Verdammt. Die Zombie-Hangs. Es ist, als würde mein ganzer Körper gespukt werden. Überleg mal, warum. So, wenn wir jetzt weitergehen, jetzt guck. Jetzt triggern wir hier noch ein Event. Nämlich den Kampf hier. Mit Joshua und Aaron. Wir können es nur sehr schön kämpfen. Was zur Hölle ist das für eine Musik? Ich weiß es nicht, aber sie macht mir Angst. Das ist schlimmer als Chiron. Nein, auf keinen Fall. Chiron ist viel weniger gruselig. Wenn du so viel Angst hast, wieso zwinkerst du dann immer noch? Dies sind Zwinker der Angst. Vergiss es. Dieser Beat ist zu dreckig. Wasch, warte, lass mich nicht alleine.
ist diese gruselige Musik meine Bestrafung dafür, gruselig zu sein. Bitte, hör auf, ich werde nie wieder gruselig sein. Ah! So viel dazu. So, dann können wir nach oben hingehen. Wären wir jetzt bei der Mitte nach oben gegangen, dann nach rechts sind wir auch angekommen. Jo, hier. Es ist eine Schnecke. Aus irgendeinem Grund kannst du nicht anders als dich wundern, wie sie schmeckt. Tja, in dem Hardmode haben wir es ja schon herausgefunden, glaube ich. Schnecke, Schnecke. Eine lange Reise erweitert sich vor dir. Schnecke, Schnecke. Geh weit und erstrecke dich über den Horizont. Schnecke, Schnecke. Was? So, Snakey Sambiol oder so. Ich hab schon zu lange gewartet für mein zweites Haus. Sehe ich. Diese Schnecke zählt, oh Gott, zählt Geldscheine. So, dann reden wir mit ihr. Oder mit ihm, keine Ahnung. Seltsam. Ich arbeite jetzt gerade. Ich meine, willkommen zur Blue Family Snail Farm. Ja, ich bin der einzigste Nachfahre. Oder der einzigste, Mitarbeiter oder so. Dieser Platz, dieser Ort war mal sehr beschäftigt. Aber unser Haupteinkäufer ist irgendwann verschwunden. Nun kommt hier noch ein seltsamer, haariger Typ einmal im Monat. Ja, den seltsamen, haarigen Typ können wir noch mal lernen. Lernen wir doch mal. Ihr wisst, wie ich das meine. What the fuck? So. Willst du ein Spiel spielen? Es nennt sich Donnerschnecke. Die Schnecke wird rennen. Und wenn die Schnecken werden rennen. Und wenn die gelbe Schnecke gewinnt, hast du gewonnen. Es kostet 10 Gold zu spielen. Jo, würde ich mal sagen. Okay. Drück öfters Z, um deine Schnecke zu ermutigen. So, das Spiel ist sehr witzig. Wie gibt's denn hier rausgehen? Bereit? 2, 1. Dann drücken wir jetzt einmal hier zu oft. So, Jitter-Click-Action würde ich mal sagen, Leute. Jitter-Klicken. So, jetzt eine Mischung aus Jitter-Click und Butterfly-Klicken. Komm. 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 Irgendwie funktioniert es nicht. Nein. Ich wollte sie zum Rennen bringen. Oh. Sieht so aus, als hättest du eine Schnecke zu sehr ermutigt. Alter, Druck zu gewinnen. Das hat sie wirklich fertig gemacht. Oh, mein Arm. Okay, komm, nochmal. Okay, ich habe nicht schnell genug geklickt. Keine Ahnung, warum. Willst du ein Spiel spielen? Es sind sich Donnerschnecke. Ja, ja, klar. So. Dann, jetzt müssen wir sie nah daran zu bringen, zu gewinnen. Aber, kurz, aber, fast zu verlieren. Komm, wir ermutigen sie. Okay, ich glaube, wir haben schon fast gewonnen. Verloren. Okay, ich habe kein Händchen für die Schnecke, sorry. Rennen zu Ende. Oh, ihr beide habt euer Bestes gegeben. Aber die Schnecke sah nicht sehr ermutigt aus. Bestes war nicht gut genug. Oh. Yeah, so viel dazu. Lassen wir es lieber, bevor wir noch 17 Mal verlieren. Ja, da haben wir kein Geld mehr. Das Geld ist dann weg. Und dann liegen wir auf dem Boden und fehlen uns wie Dreck. Bam, 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 bam. Aber erst nach dem Abendessen. Oh, das ist das neue Lied von Abster Blue. Na gut, ich würde mal sagen, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Ciao, Leute.